Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir sind auf dem Weg zum Knochigen, weil das Portal ja nicht funktioniert hat. Allerdings haben wir hier ein kleines Problemchen. Und zwar war hier vorne gut Action. Essenstechnisch sieht es erstmal gut aus. Ich würde tatsächlich nochmal einen Versuch starten. Vielleicht holen wir uns erstmal das, oder auch nicht. Müssen mal schauen. Der hat mich schon wieder direkt gesehen, ne? Das ist schon ganz schön Mist. So, ich probiere es jetzt einfach nochmal. Was hatten wir denn da in der letzten Folge? Ich glaube, 2 tote Skitos waren unterwegs. Vor denen ich mir ein bisschen die Hose gemacht habe. Jetzt haben wir schon bloß noch 105 Leben. Vielleicht haben wir ja diesmal Glück. So, jetzt sind wir auf jeden Fall in den Ebenen. Ich sehe noch keine Todeskitos. Sieht erstmal gut aus. Ich werde jetzt hier nicht groß rumschauen nach irgendwelchen Bären oder so. Bin tatsächlich einfach nur happy, wenn wir irgendwann dort angekommen sind. Oh, Bären. Na gut, wenn sie so auf dem Weg liegen. Dann müssen wir sie schnell mitnehmen. Ah, nein. Ah, das war direkt die Rache. Ich wusste es. Scheiße. Das ist Mist. Das ist ganz großer Mist. Es kommt angeflogen, es kommt angeflogen. Haut drauf. Die trifft man aber auch nicht. Also ich habe gelesen, ich hatte mir mal noch ein paar Tipps und Ticks, Tipps und Tricks reingezogen. Man soll da lieber auf Entfernung bleiben und mit Dings draufhauen. Mit Bogen. Na ganz ehrlich, die zu treffen, ist vielleicht auch so ein Ding der Unmöglichkeit. Ich sag mal, wir können die ja komplett blocken, solange wir genügend Ausdauer haben. Solange das der Fall ist, versuche ich einfach erstmal nur wegzurennen. Oh, oh, jetzt haben wir nicht mehr genügend Ausdauer. Geh doch weg. Ich möchte nicht mit dir kämpfen. Nein. 3,6 Schaden. Na gut, die holen wir aber in der Sekunde auch wieder rein. Ich glaube, es hat abgelassen. Nein, doch nicht. Komm, geh weg. Das muss doch nicht sein. Wir können doch nett miteinander leben. Also das schafft man auf jeden Fall nicht. Blocken und zuschlagen ist einfach zu langsam. Ich weiß nicht, ob man die perfekt blocken kann. Ich möchte es aber auch ehrlich gesagt nicht riskieren. Also wir blocken die jetzt einfach und rennen dran vorbei. Jetzt müssen wir bloß hoffen, dass wir hier nicht noch in irgendeine Goblin-Armee reinrennen. Okay, ich glaube, es ist weg. Boah, einmal das Wildschwein abgestochen. Aber die sind echt ganz schön aggro, die Viecher hier in den Ebenen. So viel Loot habe ich noch nie irgendwo rumliegen gesehen. In irgendeinem anderen Gebiet. Ah, der nächste. Shit. Also die Viecher, die werden uns wahrscheinlich noch sehr, sehr viel Freude bereiten. Ja, da kommt's, es hat uns gesehen. Ja, oh, guck mal, das fliegt so direkt durchs Gras, dass man es überhaupt nicht sieht. So. Man könnte es natürlich mal mit Bogen probieren. Wenn wir jetzt hier gleich umrüsten. Boah, geil. Keine Ahnung, wie ich das getroffen habe. Entweder sind die Hitboxen von den Viechern echt sehr, sehr groß, dass sich das Spiel halt oder die Entwickler auch gedacht haben, komm, das können wir nicht zu schwer machen. Oder das war einfach gerade der luckigste Luckshot überhaupt. So, ich laufe jetzt hier auf jeden Fall nur noch mit, zumindest mit Schild rum. Weil die hört man und sieht man halt echt nicht kommen. Haben wir kurz Ruhe, ich glaube schon. Und zwar, ja, super. Wir müssen da rüber. Dann werden wir hier, aber dann... Oh, da kommen, ah, ich glaube, wir kommen nicht darüber. Scheiße. Da ist auf jeden Fall sehr, sehr weit kein Land in Sicht. Ich weiß nicht, was dort auf dem Wasser ist. Wir gehen mal gucken. Aber ich glaube... Was ist das? Es ist halt auch so verschwommen. Jetzt wird... Hier rüber gucke, geht's, wenn ich... Nee, okay. Schleimlinge? Ah, nein! Ah, nein! Oh nein! Oh scheiße, wir sterben. Wir sterben, wir sterben, wir sterben, wir sterben. 2 auf einmal sind 2 zu viel. Scheiße. Wir müssen wieder weg. Okay, wir kommen hier. Ach du Scheiße, dass das so kompliziert wird. Und warum? Nein, wir haben kaum noch Ausdauer. Ich hätte nicht so viel rennen dürfen. Na... Ah, nein. Och, fuck. Ach, das gibt's doch nicht.
Warum haben wir immer so viel Pech in dem Spiel? Ach Mann, also wir sind überhaupt nicht weitergekommen, weil wir brauchen definitiv ein Boot. Und wir sind dazu jetzt auch noch gestorben. Läuft bei uns. Und alles nur, weil dieses Scheißportal entweder weg ist oder ich es mit diesem Verbinden-Zeugs einfach irgendwie gecrashed habe. Ich kann es ja nochmal probieren. Ja, super, jetzt haben wir gar keine Rüstung und müssen in die Ebenen. Na, das kann ja witzig werden. Dann kommt ein so ein totes Kito und wir sind am Arsch. Sumpf ist nicht verbunden. ABC war... War doch hier, ne? Das hatte ich ABC genannt, genau. Und das sollte ja eigentlich Knochenwahr heißen. Ich nenne das jetzt nochmal so. Moment. Knochenwahr. Verbinde doch einfach und sei nett zu mir. Kacke. Gut. Wir haben ein mittelschweres Problem. Wir müssen dorthin und haben nichts. Müssen wir jetzt leider machen, wir kommen nicht drum herum. Wir können es nur probieren. Ich versuche mir jetzt hier mal noch eine alte Rüstung anzuziehen. Hatte ich irgendwo Rüstung? Ja. Wo ist denn die ganze alte Rüstung hin? Wir hatten doch auch Bronzerüstung und Co. Hä? Auch schon wieder geil. Wieder habe ich es falsch einsortiert. Oder was auch immer. Ja, schade, dass jetzt zwei auf einmal kommen. Oh, ja, und jetzt kommt noch ein Trollangriff. Hey, Leute, das Spiel will mich kommen. Ich habe nichts. Ach, ja. Ey, wirklich. Das Spiel hat einfach gar keinen Bock mehr auf uns. Guck mal, hier war doch gerade was. Was soll ich denn tun? Hab ich irgendwas an Waffen? Da brauche ich nicht anfangen, gegen Trolle zu kämpfen. Ja, die reißen uns jetzt bestimmt hier die halbe Basis ein. Wo sind sie denn überhaupt? Jetzt sehe ich noch keine. Da oben. Aber auch die scheinen relativ gut abgewehrt zu werden. Durch unseren Zaun. Zumindest ist der da drüben ganz schön verwirrt. So, wir sammeln jetzt erstmal ein bisschen Honig ein. Gegen die Trolle kann ich gerade eh nichts machen. Ah, wie viel Pech kann man haben? Schade, ey. Wir sind eigentlich gut durchgekommen, aber dass dann auf einmal zwei von den Todeskitos kommen. Und den einen so absolut gar nicht mitgekriegt, dass man die nicht mal irgendwie summen hört oder so. Das ist schon echt eine ganz schön fiese Nummer vom Spiel. Das muss man mal dazu sagen. Lass einfach mal hoffen, dass die Trolle hier nicht groß eindringen können und wieder abhauen. Dann wäre ich schon echt glücklich. So, wir sollten uns idealerweise mal noch... Oh, sie sind abgehauen. Geil. Ein bisschen Fleisch braten. Was haben wir denn hier? 15,20. 15,25. Aber die will ich eigentlich nicht unbedingt essen. 15,15. 10,20. Ja, dann eigentlich 15,20. Ja, die Blaubeeren brauchen wir eigentlich auch. Nee, wir nehmen die Möhrchen mit. Anders geht's jetzt nicht. Ach Mann, es geht schon wieder gut los, ne? Da freut man sich so dolle, dass man den Mod endlich installiert hat und will das machen, wo man schon seit 3-4 Folgen dran arbeitet, einfach nur alles abzugraden und dann geht hier komplett alles schief. Wird halt nicht langweilig im Spiel, ne? Achso, ich habe mich übrigens auch nochmal belesen, zwecks dem Schwarzmetall. Das können wir nicht einfach so in den Schmelzofen packen. Wir brauchen für das Schwarzmetall... Ach, wie hieß es denn? Keine Werkbank, aber irgend so eine Bank, wo wir das bearbeiten können. Handwerksbank oder sowas. Und auf jeden Fall brauchen wir dafür eine Drachenträne. Und die Drachenträne kriegen wir erst, wenn wir den Boss im Gebirge besiegt haben. Das heißt, Schwarzmetall verarbeiten wird noch ein ganzes Momentchen dauern. Oder wir machen vielleicht uns auf ins Gebirge, bevor wir den Knochenwanst besiegen. Hätte ich prinzipiell erstmal auch nichts dagegen. Kein Platz mehr, kein Platz mehr. Du sollst es ja auch abnehmen. Ah, was brenne ich denn jetzt so dolle? Hat er jetzt alles abgenommen? Aber das ist doch schon fertig hier drüben. Das ist auch fertig. Das ist fertig, das ist fertig. Wie viele haben wir denn noch? Jetzt haben wir's. Ja, also müssen wir mal schauen. Vielleicht machen wir auch einfach vorher mal ins Gebirge, kümmern uns dort ein bisschen um die Gegner und besiegen dort den Drachen. Das wird nämlich der nächste Boss. Wer hätte es gedacht bei einer Drachenträne?
Und dann können wir Schwarzmetall verarbeiten. Können uns vielleicht so einen Schwarzmetall-Streitkolben machen und haben es da ein bisschen einfacher gegen Knochenwanst. Ich meine, am Ende ist es ja ganz egal, wie rum wir das spielen. Bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich denke fast, das wäre vielleicht gar nicht so doof, das zu machen. So, jetzt haben wir zumindest ein bisschen Nahrung. Ich frage mich aber trotzdem noch, wo der Rest ist von unserer Rüstung. Wir hatten noch eine komplette Bronzerüstung und ganz ehrlich, ich würde mir die auch sehr gerne anziehen. Obwohl es eigentlich auch wieder, naja, eigentlich ist es schon fast egal. Weil selbst bei der Eisenrüstung, da halten wir auch nur 2 Stiche aus. Bei der Bronzerüstung wird es noch weniger sein, 1,5 Stiche. Prinzipiell wäre ein Schild vielleicht nicht verkehrt, dass wir irgendwie kurz blocken können. Wo haben wir denn? Hier haben wir Waffen, Rüstung. Wir können ja jetzt einfach mal das Ding einstecken, obwohl das bringt uns eigentlich gar nichts. Egal, wir gehen jetzt nochmal ganz schnell zurück ins alte Lager. Ich will bloß nochmal gucken, ob wir da noch irgendein Holzschild oder sowas rumgeistern haben. Irgendwo muss der ganze Scheiß ja sein, den wir vor der Eisenrüstung hatten. Und ja, dann können wir bloß hinrennen und versuchen, das irgendwie zu managen. Müssen wir mal gucken, hier haben wir Waffen. Ein Bogen 3. Und ein Schild, das ist schon mal ein bisschen was wert. Und das noch. Ja, zumindest das Lederzeug. Naja, nee, es bringt nichts. Es nimmt uns nur Inventarplatz weg. Wir haben ja den Button mit alles nehmen, was wir drücken können. Und dann ist es doof, wenn nicht alles reinpasst, weil die Todeskitos werden da immer noch rumschlungern. Das heißt, wir müssen definitiv hinrennen, alles nehmen und direkt wieder abhauen. So, 14 Minuten ausgeruht haben wir. Wir hauen uns hier noch ein bisschen was zu essen in den Rachen. Eiktür ist in 2 Minuten bereit, das passt auch. Ja, und dann machen wir uns wieder auf den Weg. Ach Mann, ärgerlich. Der nächste Versuch wird es dann wohl doch werden, dass wir uns zu den Ebenen teleportieren und von da an mit dem Boot fahren. Also das war mir auf jeden Fall eine Lehre. Irgendwo eine Truhe mit wichtigen Sachen hinzustellen. Eines ist klar, wenn die Gegner das sehen, die greifen es an. Aber dass es natürlich in so kurzer Zeit passiert, ich meine, 3 Folgen oder so hatten wir das dort stehen, also so roundabout 1 Stunde Spielzeit. Dass sie natürlich gleich so aggressiv sind. Achso, warte mal, wir müssen hier drüben lang. Hier kommt das Gebirge. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Aber egal, wir können es nicht ändern. Bisschen schade um die Fähigkeiten, die ich ja schon echt versucht hatte, einigermaßen hoch zu trainieren, dass wir hier besser vorankommen. Es müsste so ein Unsichtbarkeits-Med geben. Das wäre geil, dass man einfach mal so 1/2 Minute unsichtbar ist und sich sein Zeug holen kann. Weiß halt auch nicht genau, wie lange der keinen Fähigkeitenabzug hält. Es steht zumindest keine Zeit runter, aber irgendwann wird er ja schon weggehen. Ich hoffe mal sehr, dass wir es schaffen, weil ich habe, also in der Zeit schaffen, solange das noch da ist. Denn ich habe echt ein bisschen die Befürchtung, dass wir es nicht schaffen, unser Loot wiederzuholen. Wenn die Todeskitos da ankommen. Eine mit dem Holzschild. Vielleicht können wir einen Stich ausweichen, das war's aber. Oder einen Stich blockieren. Aber ich glaube, das war's dann auch schon. Ah, fiese Stelle. Echt an einer fiesen Stelle gestorben. Hätte ich da nicht so lange zu diesen komischen Schleimlingen und was ist alles warm Wasser geguckt. So, hätte gleich gesagt, komm, wir müssen rumdrehen, wir kommen hier nicht weiter. Das war so eine richtig fiese Falle vom Spiel, ne? Guck mal, hier am Wasser, wir zeigen dir was, was du noch nie gesehen hast, guckst dir mal an und dann kommt von hinten so ein Mistvieh und sticht dir einfach mal in den Nacken. Mann, Mann, Mann. Drei Kreuze, wenn wir es dann irgendwann mal geschafft haben sollten, das ganze Eisen wieder zu besitzen, wenn es überhaupt noch da ist. Komme ich hier unten lang? Ja. Ah, und schon wieder der erste Berserker. Und selbst der wird uns mittlerweile gefährlich. Wie sieht's denn aus? Wir haben noch 5 Minuten Zeit. Ach, komm schon, ich will nicht da runterrollen zum Berserker. Danke. Dann würde ich jetzt nämlich gleich nochmal Eiktür aktivieren. Wollte nur gucken, ob es sich noch lohnt für die Folge.
Wo es vielleicht auch schlau gewesen wäre, das nur kurz vor den Ebenen zu tun. Naja. Wir werden so oder so sterben. Wir müssen wahrscheinlich nochmal komplett von vorne anfangen. Nochmal komplett Eisenschild bauen. Und hier hinrennen. Also wenn es nicht klappt, dann müssen wir das echt tun. Dann müssen wir uns ein Bronzeschild basteln. Dass wir hier zumindest ein bisschen abwehren können. Ja, ja, so ist das hier im Spiel. Mal hast du Glück, mal hast du Pech. Zumindest habe ich mir hier schon mal Kupfer markiert, wenn wir ein neues Bronzeschild brauchen. Bin mir nicht sicher, ob ich da hochkomme. Wir probieren es mal. Aber dafür, dass wir im dunklen Wald sind und ich glaube, wir haben es mittlerweile auch nachts. Ja, wir haben es nachts. stoßen wir auf relativ wenige Gegner. Und die, die wir gesehen haben, sind irgendwie gar nicht mal so aggressiv. Vielleicht sehen die ja auch irgendwie im Dunkeln schlechter. Man weiß es nicht. Müssen da mal schauen. Ich weiß nicht, wie viel wir im Inventar einstecken hatten. Eigentlich ja nicht so viel. Weil wir ja nur auf der Durchreise waren. Ich hatte eigentlich bloß noch die Moltebeeren eingesteckt. Ja, ich hoffe halt echt, dass wir das alles auf einmal nehmen können. Ansonsten müssen wir kurz bevor wir in den Ebenen sind, nochmal was wegwerfen. Ja, das Holz hätte ich natürlich nicht unbedingt mitnehmen müssen. Ich hätte auch eigentlich nicht so viel davon, sondern überall nur ein bisschen was. Naja, wir probieren es einfach mal. Ja, ansonsten wissen wir, wie die nächste Folge aussieht. Die sieht dann aus nach Kupfer sammeln und Zinn sammeln, Bronze herstellen, Bronzeschild bauen. Scheiße. Selbst so ein Skelett kann mittlerweile echt extremst fies für uns werden. Aber wir sind hier schon mal am Spawner, das heißt, wir müssten ja eigentlich... Oh Gott, nicht vergiften. Wir müssten ja eigentlich gleich da sein. Ich denke, es war doch die richtige Entscheidung, Aiktor jetzt schon zu aktivieren. Ansonsten hätten wir jetzt hier gerade schön ohne Ausdauer am Spawner gehangen. So, es geht eigentlich vom Weg, ne? Wenn man es so mit einmal mit Aiktor durchrennt... Geht's eigentlich? Brauchen wir noch ein bisschen Ausdauer, bitte. Danke. Die Sache ist, der eine Todeskito war ja jetzt schon hier vorne. Und dann da hinten noch die zwei. Können natürlich probieren, irgendwie von weiter links ranzulaufen, aber ob das so viel bringt. Am Ende treffen wir da noch auf Goblins, dann haben wir genauso ein Problem. Ich würde jetzt einfach den alten Weg versuchen. Vielleicht schlafen die ja auch nachts. Ah, und ein Goblin. Kobold, was auch. Ah, super. Ne, der wirft mit Stein. 88 Schaden. Gott, das sind bestimmt auch wieder... Ah, natürlich. Ach, du warst scheiße. Das sind Lochse. Halt's Maul. Ah, Leute. Geil. Kein Fähigkeitenabzug ist weg. Wir sind direkt durch ein totes Kido gerannt. Lochse waren unterwegs. Ein Goblin ist hinter uns her. Wette mit dir, der sticht gleich zu, der Todeskito, und wir sind völlig am Arsch. War natürlich auch nicht so geil, hier nachts lang zu rennen. Aber irgendwie, ich glaube, wenn wir mit Aiktor hier einfach komplett durchrennen, kommen die nicht hinterher. Nochmal ganz kurz, also ich nehme jetzt erstmal das Schild in die Hand. Oh, oh, was war das? Brauchen wieder volle Ausdauer. Oh Leute, ich bin echt aufgeregt, ne? Come on. Na, warum? Was? Was ist denn das? Vier Goblins. Und ein totes Kido. Direkt an unserem... Nein. Mach doch nicht sowas. Soll ich es schnell probieren? Ich kann es eigentlich nur schnell probieren. Anders wird es nichts. Hier, alles nehmen. Wo ist es? Hier. Ah, wir haben nicht alles genommen. Nein. Nein. Ach, Leute, wie sollen wir das schaffen? Oh, scheiße, jetzt haben wir noch das ganze Fleisch und alles verloren. Jetzt können wir... Oh, nö. Boah, wie viel Pech kann man auch haben? Weil wir haben nicht einen Goblin gesehen vorhin. Vielleicht kommen die ja auch nachts mehr raus. Also, wir müssen das tagsüber nochmal probieren. Und wir müssen das definitiv... Ja, mit... Weiß ich nicht. Doch nochmal einem Bronzeschild probieren. Ich weiß es nicht. Ich bin gerade ein bisschen genervt. Naja.
Wir machen erstmal Schluss mit der Folge. Drückt mir die Daumen, dass wir das irgendwie nächste Folge wieder hinkriegen, unser Zeug einzusammeln. Wenn wir das nicht schaffen, dann haben wir echt ein großes Problem. Dann können wir nochmal von sehr, sehr weit vorne anfangen. Naja, irgendwie kriegen wir es hin. Bis morgen 19 Uhr. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut.